Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Plants vs. Zombies. Bewerte den Part und viel Spaß. Ich habe mir eure Tipps durchgelesen und der hier, der Zomboni, soll wohl ziemlich krass sein. Und zwar macht er wohl irgendwie Eis hinter sich mit dieser Maschine. Und dieses Eis muss ich oder sollte man mit dem Jalapeno zerstören. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, fungiert das wie ein Grab. Also das kann sein, dass dann zwischendurch in den Runden das ein oder andere Vieh direkt aus diesem Schnee entsteht. Aber wir gucken uns das einfach mal an. Ich pack meine Sonnenblume ein und meinen Stein. Eine Mine wegen Minekraft. Eine Hagelzuckererbse. Den Dreierwilli. Jalapeno. Und das Seerosenblatt. Ja, also der Schlingentang ist zwar geil, aber wenn ich da Steine platziere, dann müssen die ja sowieso hochtauchen. Also das wird schon klappen. Ich glaube sehr fest mal wieder an mich. Mir wurde auch erstmal der Tipp gegeben, die Blumen... Oh, da ist einer gestorben. Doch erstmal hierhin zu platzieren, weil die Seerosenblätter auch ein bisschen Geld kosten. Also kann man sich denken. Ich hatte damit jetzt auch keine wirklichen Probleme. Aber ich könnte es ja mal probieren. Nee, also ich würde sagen, das ist Schwachsinn. Klar hätte ich da ein bisschen mehr Geld, aber so viel macht das nicht aus. Und da ist der Nächste auch schon da. Was baue ich denn da jetzt hin, Leute? Soll ich da vielleicht direkt einen Fetten hin machen? Kann ich das? Noch ein, komm. Das schaffst du. Boah, bitte, töte ihn. Das wäre richtig gut. Zack. Aber ich habe ein Problem, weil da kommt ein fetter Willi. Warte, ich kann noch mal hier was hin machen. Und dann direkt einen Stein, dass falls da jemand vorbeikommt, der dagegen böllert und wegrasiert wird. Da unten ist der Nächste. Den kann ich auch wegsprengen. Oder eventuell auch damit töten. Ich weiß es nicht. So, das ist weg. Dann die letzte Sonnenblume. Und ganz wichtig, da so ein Eisteil hin. Und ich habe jedes Feld abgedeckt. Dann kann da noch was hin. Direkt noch ein weiterer Stein. Und Eis auch für die anderen Plätze. Ich darf jetzt nur eine Sache nicht aus dem Auge verlieren. Und zwar kann es ja auch sein, dass hier mittendrin welche rauskommen und dann an den Stein vorbeigehen. Die Eismaschine. Oh, okay. Gib mir mal bitte genau ein bisschen mehr Kohle. Oh, oh. Soll ich jetzt schon das Teil... Ja, doch. Warte mal. Sprengung, los! Ja, es ist weg. Ich glaube auch nicht, dass das die letzte Eismaschine sein wird. Also jetzt in dieser Runde. Und vielleicht können wir da mal kurz warten. Weil ich würde das wirklich gerne sehen. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Ja, das kenne ich schon. So, warte mal. Was mache ich denn jetzt? Die nächste Maschine. Hey. Okay. So, warte. Bei dir mache ich jetzt... Ich würde sagen... Oh Gott, nein. Ich habe nicht aufgepasst. Und ich habe keinen Stein. Ist das dumm. Aber er ist tot. Okay. Kann ich mitarbeiten. So, jetzt bitte. Schafft ihr das? Notfalls kann ich da noch was anderes hin platzieren. Aber ja, es ist kaputt. Das Eis besteht weiterhin. Und eventuell... Nee. Schade. Stachelkraut. Zersticht Reifen und verletzt Zombies, die drauftreten. Aber das hat doch eine Haltbarkeit, oder? Wenn nicht, wäre das richtig geil. Aber, Moment mal. Wir gehen mal kurz raus. Hauptmenü. Minispiele. Spielautomat. Hä? Was? Zieh am Griff für neue Samen. Was? Zwei gleiche Gratispflanze. Ah, lol. Oh Mann. Ja gut, dann gamble ich hier die ganze Zeit. Och ja. Ganz viel Sonne. Kann ich jetzt auch irgendwie was bauen oder kriege ich das alles da raus? Oh nein. Ach komm. Gib mir doch mal irgendwas Ordentliches. Könnt ihr mir da nicht irgendwie 5 Automaten hinstellen? Das wäre geil. Ah, danke. Besonders drehe ich hier gerade 1000 Mal. Das war dumm. Aber ich wollte die Reihe zu Ende machen. Und bekomme einfach gar nichts. Komm schon, irgendwas, irgendwas. Bitte, mehr Damage. Nein, das ist kein Damage. Er ist tot, okay, alles gut. Ich brauche 2000 Sonnen. Ja, dann habe ich's. Und
Ich bekomme ein Riesenproblem. Hallo? Ja, er schafft's eh nicht. Dann kann ich ihn auch durchgehen lassen. Oh Mann. Ja, und das schafft er. Ey, also langsam bin ich echt getriggert. Aber egal. Dann wird er aktiviert und er brät durch und ich hab's geschafft. Ich drück mich einfach nur tot. Und jetzt kommt noch viel mehr. Und ich habe eigentlich gar keine Defense. Und es wundert mich auch, dass der Modus überhaupt verfügbar ist, weil den hatten wir ja noch gar nicht. Und... Oh lol, was? Das interpretiere ich einfach mal so, dass das einfach als nächstes kommt. Das nächste Level wird höchstwahrscheinlich auch das hier sein. Fast geschafft. Ja, 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 und? Oh, alle tot. Danke. 1000. Oh, ihr wisst, was das bedeutet, oder? Ich glaube, ich kann mir was holen. Aber was hole ich mir denn jetzt? Ich will den 8. Platz, aber ich will auch die Sonnenblume haben. Oh. Okay. Ich hole mir den 8. Platz. Und im nächsten Part werden wir uns auf jeden Fall eins von diesen beiden Dingern holen. Dann, keine Ahnung, mache ich halt ein paar Minispiele oder so. Lass sie kaufen? Ja? Jetzt kannst du für jedes weitere Level 8 verschiedene Samen auswählen. Greif zu, ich bin irre! Habe ich doch gerade. Warte mal, was? 9. Inventarplatz. $20.000. So, Leute. Es sind jetzt 3 Stunden oder so vergangen. Ich wurde nämlich unterbrochen, weil mein Essen fertig war. Und danach habe ich noch ein bisschen mit Klaus geredet und ein bisschen Geld gefarmt. Ich habe $12.000. Und davon kaufe ich mir nun die MG-Erbsenpflanze. Flop. Und die Doppelsonnenblumen. Flop. Und weil ich rich bin, noch den Rechen. Benötigt Duplinator. Das ist halt so geil. Ich mach das jetzt. Blume? Doppelblume? 150. Erzeugt doppelt so viel, ja. Aber ich hab dann halt mehr Platz. Dann einen Duplinator. Und die MG-Erbse. Eine Mine. Stachelkraut. Ein Seerosenblatt. Und jetzt müsste ich doch ihn hier mitnehmen. Aber ich hätte auch gerne einen Stein oder irgendwas anderes. Ich brauche mehr Platz, ey. Ich werde mir jetzt doch das gefrorene Ding holen. Ich wollte doch sowieso sehen, was aus dem Eis wird. Zack. Und los. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Vor allem, wie viel Geld ich dafür brauchen werde. Das Stachelkraut kostet 100. Oh, das sind die Airs. Oh, geil. Er geht direkt dahin, wo auch schon ein bisschen Abwehr steht. Na komm, lauf da rein. Ja, ja, da ist nix. Keine Angst. Oh, oh. Was macht er da unten? Was macht er da? Schnell eine Mine hinplatzieren. Eine Doppelsonnenblume. Ja! Oh. Vor allem, ach so. Ich kann das ersetzen und dann zeitgleich noch den Cooldown von dem anderen aufbrauchen. Da kommt noch ein Vieh. Also ich meine, noch kann ich mir das erlauben. Aber jetzt gleich, wo ein paar mehr kommen, vor allem auch die erste große Welle, das wird mich komplett zerstören. Da ist der nächste. Und mit der Mine müsste ich hinterherkommen, oder? Ja, Mist, jetzt kommt auch schon da unten wer. Okay, dann mache ich oben die Mine. Ich hätte es eigentlich andersrum machen sollen. Was mache ich denn jetzt? Eispflanze? Und dann eventuell direkt noch... Nee, das schaffe ich ja nicht. Ein Duplinator? Ach komm, ich gönn mir den. Ich pack den ein, das müsste der ja schaffen. Der ist doppelt so stark. Ein bisschen Geld noch sparen, bitte. Nur noch ein bisschen. Boah, krieg ich hier gerade viel Geld. Warum habe ich das denn? Ich bin... Ach, Mann. Ach, sorry, Leute. Es ist 5 Uhr morgens. Ich bin müde. Mann. Was tue ich denn? Duplinator. Verstärkt. Das wird so geil. Ich habe gar keinen Stein, ne? Oh. Okay, das ist ein bisschen ungünstig. Ich hätte gerne... Ah, ich hab den gar nicht mitgenommen. Alter, bin ich gerade unaufmerksam. Ist ja krass. Ich passe einfach nicht auf. Dann machen wir so. Zack, da ein Eisding hin. Genau. Doppelblume, danke. Was mache ich denn jetzt? Ich bin gerade so überfordert. Ich würde sagen, noch einen davon dahin. Genau. Das kann ja auf keinen Fall schaden. Wie stark die sind. Alter. Das ist echt cool. Doppelsonnenblume, zack. Ich kann es mir doch leisten. Hier, vielleicht da noch was hin. Dann Eisfratz hin. So, und das hier mal testen. Weil ich ja gar keine Ahnung habe, wie sich das verhält. Hä? Nein!
Der Taucher! Oh Gott, er geht wieder unter. Töte ihn! Das ist richtig problematisch und das geht nicht da drauf. Naja, okay, das macht Sinn. Aber hätte sein können. So, Eistypi, dahin bitte. Aber man merkt definitiv, dass es bei mir doch sehr, sehr wenige platzierte Flächen sind. Aber das ist ja auch die Absicht davon. Ich meine, was wollen die jetzt tun? Die haben doch absolut gar keine Chance gerade. Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie viel Damage das jetzt macht. Aber es wird schon irgendwie Schaden machen. So, und falls da irgendjemand durchkommen sollte, noch schöne Mine rein. Das kostet doch nichts. Der erste Wagen. Ja, er hat einen Platten. Bekommt so viel Schaden, dass er sofort verreckt. Ah, aber das Teil ist weg. Okay. Naja, halb so wild. Hier, ess das auf. Ein bisschen was zum Füttern. Zack, in der Zeit ist er auch schon tot. Hä, aber wenn das nur so zerstört wird, dann muss ich mir ja gar keine Gedanken machen. 100 gebe ich gerne aus für so einen gefährlichen Typen. Oh, oh, lol. Was macht ihr denn da? Hilfe? Ah, danke. Wieder was Neues hingestellt, um die zu blockieren. Ja, dafür bräuchte ich die Steine. Dann wäre alles super unproblematisch. Oh, das war schon? Also wenn ich jetzt noch einen Slot bekomme, dann wäre es echt perfekt. Und das ist mit Feuer? Was macht das? Spuckt der Feuer? Erbsen, die ihn durchfliegen, werden zu Feuerbällen. LOL! Alter, als ob... Okay! Dann bewerte den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind noch ein paar tolle Links. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.